Sascha, es ist nicht so einfach, mit dir mal ein ruhiges Plätzchen zu finden. Das merkst du schon, ne? Dass man ein bisschen bekannter wird. Ich glaube, du hast gerade mal erzählt, in Asien und so ist auch natürlich die Akzeptanz sehr groß. Wo du ein Turnier gewonnen hast, da erkenne ich auch die Leute. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist das auf der Tour? Ja gut, in den Staaten und in Asien sind alle so sportbegeistert, dass wirklich man jeder jeden kennt. Und vor allem in der Tennissportart in Asien ist es wirklich Wahnsinn populär mit Ojo und mit Rafa auch. Und haben mich viele Leute gekannt, auch wenn ich normal auf der Straße rumgelaufen bin, war es dann schwierig hier immer. Mhm. Aber in Europa ist es ganz normal, da fragt mich jemand für ein Autogramm oder für ein Foto, aber das ist ganz anders als in anderen Kontinenten. In Europa ist es viel ruhiger, außer in Italien. Kennen mich die Leute vielleicht etwas mehr. Es hilft natürlich auch, dass ich Rom gewonnen habe. Gegen gar nicht so schlechte Spieler. Gegen gar nicht so schlechte Spieler, deswegen ist es da. Aber in Europa ist es viel, viel ruhiger. Was ich an dir unglaublich mag, wenn du stinkig bist nach einer Niederlage, dann vor allen Dingen auf dich. Ja. Also da gibt es irgendwie nicht irgendwie hier da und Sonne stand schief und Wind war auch zu viel. Wie lange brauchst du? Weil das ärgert dich ja mörderisch. Also man darf dich auch, du merkst auch, ich spreche dich nie an nach so einem Ding, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wie es in dir geht. Wie lange brauchst du, wo du dann wirklich sagst, hey komm, jetzt wegwischen. Naja, es kommt drauf an, was für mich. Sagen wir mal US Open. US Open war für mich schwierig, weil ja. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich einer der besten Spieler auf der Welt war vor den US Open. Nicht nur du hast das Gefühl, glaube ich. Ich habe Washington gewonnen, ich habe Montreal gewonnen, ich habe zwei Riesenturniere gewonnen vor den US Open. Deswegen gegen wieder gute Leute. Genau, deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass ich wirklich bei den US Open was machen kann und was schaffen kann. Und ich habe einfach unglaublich schlecht gespielt. Das muss man sagen. Es war vielleicht eines der schlechtesten Matches, die ich im Jahr gespielt habe gegen Djokovic. Deswegen war das für mich ein bisschen, ich war ein bisschen enttäuscht. Weil ich wusste, das ist ein Grand Slam und ich möchte weit kommen. Habe mir selbst ein bisschen Druck aufgebaut, aber das war nicht der Grund. Ich habe einfach ein sehr schlechtes Match gespielt und war dann raus aus dem Turnier. Aber für mich ist es immer einfach, eine Niederlage mit Arbeit wieder zu verdrängen ein bisschen. Ich bin dann nach Monte Carlo geflogen, habe natürlich ein paar Tage Pause genommen, die Tage war schwer. Aber dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich wieder hart gearbeitet habe. Was heißt schwer? Schläfst du dann zum Beispiel nicht gut, weil du immer wieder dran denkst, weil einem noch was nicht. Was heißt schwer dann für dich? Na, aber du siehst ja die so überall. Du siehst sie auf Eurosport. Ziehst du dir das dann rein auch? Ich versuche so wenig wie möglich zu schauen die ersten paar Tage. Ja, okay. Weil ich einfach dann wieder Erinnerungen bekomme und das dann nicht einfach ist. Aber mit Schlafen habe ich kein Problem. Ich kann 12 Stunden am Tag schlafen. Das ist für mich relativ einfach. Aber ich habe wenig Lust, was zu machen. Auch mit meinen Freunden irgendwie. Ich habe keine Lust, mit meinen Freunden zu sein. Ich habe einfach Lust, alleine zu sein. Okay. Und, das selber mit dir abmachen. Genau, und das verdränge ich dann mit Arbeit. Ich versuche dann im Gym so viel wie möglich zu gehen, auch und auf dem Tennisplatz wieder was Besseres zu machen und das Gefühl zu kriegen, dass ich für mich was mache und für mich auch besser werde für das nächste Mal, wenn ich so eine Chance bekomme. Und das habe ich dann relativ gut gemacht. Ich habe sehr gut trainiert, habe viel Physis auch gemacht, habe sozusagen eine kleine Offseason gemacht. Ich habe 2 Wochen nur physisch was gemacht. Also richtig im Block sozusagen. So einen richtigen Block habe ich gemacht. Deswegen war das mein Weg, das so ein bisschen zu verdrängen. Du hast gesagt, du kannst 12 Stunden am Stück schlafen. Roger ist übrigens auch so ein Experte, der kann das unfassbar. Bist du auch Powernapper? Kannst du sowas? Diese 20, 30 Minuten, die manchmal so ein bisschen aufladen? Da war Ivan Lendl zum Beispiel ein König drin. Ja, ich schlafe dann aber für 1,5 Stunden. Ach so, weil das soll ja eigentlich nicht so gut sein. Ja, aber das merke ich nicht. Wenn ich schlafen will, dann gehe ich schlafen. Vor allem bei mir, was für mich auch sehr gut ist, ich kann wach bleiben. Das ist für den Jetlag sehr gut. Ich kann wach bleiben und dann kann ich schlafen. Das ist für mich relativ egal. Okay. Außer es geht in die Asien-Richtung. Ja. Da habe ich so ein bisschen Probleme. Ja. Aber sonst ist es für mich relativ egal. Ich kann mit dem Jetlag sehr, sehr, sehr gut umgehen. Deswegen bin ich da vielleicht etwas einfacher als andere Spieler. Der Micha hat mir erzählt, ihr seid ja in Monte Carlo, wo ihr euch auch vorbereitet zusammen. Das ist natürlich eine tolle Konstellation. Du wurdest ja schon 1000 Mal über deinen Bruder gefragt. Aber was ich gerne wissen möchte, er hat gesagt, wir haben beide so ein kleines Apartment.
Aber in Monte Carlo, das wusste ich gar nicht, darf man zum Beispiel auch als Geschwister oder Brüder in einem Einzimmer-Apartment oder Loft, darf man nicht. Was ist denn das für eine Regelung? Man muss immer, wenn du eine Residenz haben willst, musst du dein eigenes Apartment haben. Ich verstehe den Sinn nicht, ehrlich gesagt. Deswegen konnten wir mit Misha auch nicht zusammen wohnen, in einem etwas größeren Apartment. Ja. Durften wir nach Regel her nicht. Aber ihr seid im gleichen, ich glaube, im gleichen Haus irgendwie. Wir sind im gleichen Haus auf der gleichen Etage. Er ist bloß 4 Apartments weiter. Ja. Deswegen, ich gehe bei ihm immer frühstücken, weil ich zu faul bin, Frühstück zu machen. Wir haben für meine Eltern auch ein Apartment genommen, jetzt auch im selben Gebäude. Ja. Deswegen schön, alle zusammen. Sind wir alle zusammen. Bloß leider, nach der Regel her, dürfen wir kein etwas größeres Apartment und alle zusammen wohnen. Hm. Du hast gerade deine Eltern angesprochen, hast ja auch schon oft drüber gesprochen. Immer wieder faszinierend, auch hier in Wien. Es ist eng. Mama geht mit Mama Hund, geht, gut, genau. Der musste mal, der Hund. Ne? Aber Mütter, es ist schon, geht dir das genauso, wenn du deinem Bruder zuschaust? Also für mich ist das auch furchtbar, wenn ich bei meinen Kids beim Sport zuschaue. Wie ist das bei euch? Weil deine Mutter, die zerreißt es ja. Ich bin immer mehr nervös, wenn ich jemandem zuschaue, ja, als wenn ich selber spiele. Weil ich habe das Gefühl, dass ich alles unter Kontrolle habe. Mhm. Und dass ich das Spiel ändern kann und dass ich andere Sachen machen kann. Mhm. Das ist bei meinem Bruder, habe ich immer das Gefühl, es gibt einen Weg und wenn der nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und ich möchte immer irgendwie einsteigen und irgendwie was anderes machen. Ja. Deswegen, für mich ist es immer einfacher, selber zu spielen als zuzuschauen. Meine Mama, ich sage es ihr auch immer jedes Mal, sie fragt mich jedes Mal, soll ich zuschauen oder nicht? Ich sage, schau zu, aber dann bitte bleib bis zum Ende und ich gehe nach einer schwierigen Situation, gehe irgendwie spazieren. Ja, weil das nimmst du ja auch mal auf dem Platz. Natürlich, die Box ändert sich halt. Ja. Dann weiß ich, ich habe den zweiten Satz verloren, irgendwie alle sind ein bisschen nervös, Mama geht auf einmal. Ja. Ich sage, Leute, entspannt euch doch und mal ein bisschen. Und kommt auch nicht wieder. Ja, sie kommt nicht wieder, ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Deswegen, ich habe schon meinen Hund gesehen, sie habe ich noch nicht gesehen. Vielen Dank. Danke.